Willkommen bei OCInsight.de. Mein Name ist Jens und heute möchten wir das ASRock X399M Tai Chi Motherboard vorstellen. Das ist das erste MicroATX Motherboard für AMD Ryzen Threadripper CPUs. Das heißt, das ist extrem klein und bietet trotzdem Platz für den großen AMD Ryzen Threadripper 1900X Prozessor mit einer Geschwindigkeit von 3800 MHz. Wir haben das Motherboard bestückt mit 64 GB Crucible Ballistic Sport Modulen. Ja, fangen wir einfach mal ein bisschen anders an und zeigen nicht das Motherboard, das zeigen wir hinter dem Test, sondern gehen es einfach mal hier ins BIOS und zeigen, was es zu bieten hat. Wir haben die Wahlmöglichkeit zwischen dem Advanced Mode, der jetzt gerade eingestellt ist, oder mit F6 können wir auf den Easy Mode wechseln. Im Easy Mode hat man eine Übersicht, wo man zum Beispiel die Uhrzeit, den Prozessor, Speicher, Lüfterdrehzahl oder aber auch die CPU-Temperatur, die Spannung und so weiter ansehen kann. Wir haben auch noch eine Tools-Seite, worüber wir direkt das BIOS aktualisieren können. Ich klicke da mal drauf. Schau mal nach, ob es noch eine aktuelle BIOS-Version dafür gibt. Das Motherboard ist allerdings so neu, dass ich befürchte, dass es noch keine neue BIOS-Version gibt, zumindest nicht offiziell. Wenn dann eine Better-BIOS-Version, die wird hierüber aber nicht abgefragt. So, 80% ist up to date, wie zu erwarten war. Dann gehen wir hier mal wieder raus, machen die Maus beiseite und gehen in den Advanced Mode rein. Im Advanced Mode, wie gesagt, F6 oder oben rechts in der Ecke kann man den Advanced Mode auswählen. Im Main BIOS sehen wir halt eben übersichtlich, was installiert ist, sehen die Uhrzeit, haben die Sprachwahl. Allerdings ist die Sprachwahl zum Beispiel auf Deutsch wirklich so merkwürdig, dass ich empfehlen würde, auf Englisch zu bleiben. Dann haben wir im OC-Tweaker-Menü die wichtigsten Einstellungen für CPU-Speicher. Wir wählen zum Beispiel mal CPU Frequency and Voltage Change auf Manual. Dann haben wir die Einstelloption von, versuchen wir mal, na, gehen wir mal, 2400 bis hin zu 6300 MHz. Ist natürlich ein bisschen übertrieben, wenn wir bei den 3,8 GHz. Die CPU-Spannung kann eingestellt werden. Da haben wir aber noch einen anderen Weg, den zeigen wir gleich. Stellen wir mal wieder auf Out zurück. Dann können wir das XMP-Profile auslesen aus den Speichermodulen. Da sieht man direkt, wir haben DDR4 2666 Module installiert. Stimmt sogar. Und wir können das ändern auf 1866 bis hin zu DDR4 4000. Stellen wir das mal auch wieder zurück. Hier sieht man noch eine Besonderheit, und zwar, ich scroll das mal so weit hoch. In den Voltage Configuration Mode haben wir eine Option auszuwählen, ob wir einen Stable Mode oder einen OC Mode haben möchten. Im OC Mode haben wir deutlich höhere Spannungseinstellungen. Das reicht zum Beispiel im Fixed Mode, reicht die Voltage Control von 0,9 Volt bis hin zu, ich gebe mal einfach 5 Volt ein, 2,5 Volt, und das ist natürlich Wahnsinn. Also für normale Luftkühler auf keinen Fall einstellen. Also so 1,5 Volt, das ist schon gut zum Übertakten. Ein bisschen weniger ist auch noch vollkommen okay. Dann die Loadline Calibration ist natürlich wichtig, auch ebenfalls für die Übertaktung. Wenn wir eine gerade Kurve haben möchten von. Eine gerade Kurve hört sich auch gut an. Wenn wir den Bereich der CPU-Spannung je nach Last ändern möchten, können wir das hierüber tun, in 5 Schritten. Dann haben wir CPU Over Voltage Protection, Over Current Protection. Die beiden Werte kann man standardmäßig auf Enabled lassen. Wenn man übertakten möchte, deaktiviert man sie aber doch meist. Allerdings bedeutet das auch eine höhere Gesamtleistung, die unter Umständen problematisch sein kann. Da sollte man schon einigermaßen abschätzen können, was da für eine Leistung zustande kommt, damit man das Ganze nicht so hoch einstellt. So, wir wollen aber hier im Mainboard testen und keine Übertaktungsanleitung erstellen.
So, die DRAM-Voltage können wir ändern von 1,1 Volt bis hin zu 2,235 Volt. Und das ist natürlich auch schon Wahnsinn. Ich stelle das einfach mal zurück auf Auto. Wir haben noch viele weitere Spannungseinstellungsmöglichkeiten. Dann haben wir die Möglichkeit, eigene Profile einzugeben. Wir haben hier zum Beispiel jetzt einfach mal Silent angelegt. Man kann aber jeden anderen Namen eingeben. Standard, normal, Stromsparmodus oder wie auch immer. Da geht es sich im Grunde nur darum, dass man die Werte, die man vorher sich mühsam zusammengesucht hat, dass man die halt eben dann einstellen kann als eigenes Profil. Und ja, dann hat man auch die Möglichkeit, wenn wem die 5 nicht reichen, das Ganze sogar auf der Festplatte abzuspeichern oder im USB-Stick. Im Advanced Mode haben wir die ganzen Einstellmöglichkeiten für die Peripherie und die CPU. Hier sieht man halt eben die, was wollen wir, im Storage Controller Mode gibt es übrigens nur noch RCI Mode oder den RAID Mode. Standard Mode gibt es nicht mehr mittlerweile. Bei AMD ist das so ein bisschen ja, unterschiedlich aufgeteilt. Und zwar haben die eigene Menüs, die vorgegeben sind. Die Zen Common Options zum Beispiel, Speichereinstellungen und so weiter. Da muss man sich halt einfach mal ein bisschen was durchhangeln, was es da für Einstellungsmöglichkeiten gibt. ASRock zieht aber mittlerweile die meisten Werte, die wichtig sind, auch eben in die vorigen Menüs hoch. Und das ist auch gut so. Ja, die beiden LAN-Controller, die integriert sind, können wir einstellen. Ja, dann haben wir die Wahlmöglichkeit, wie das BIOS denn überhaupt starten soll. Advanced Mode oder Easy Mode, das hatte ich ja vorhin gezeigt. Wir können das generell im Advanced Mode eigentlich belassen, weil da haben wir mehr Einstellmöglichkeiten. Dann ist noch sehr interessant, womit gestartet wird, können wir festlegen. Wir können zum Beispiel sagen, wir möchten im OC-Tweaker Mode das BIOS starten lassen. Das ist natürlich sehr vorteilhaft, weil wir dann direkt die Einstellmöglichkeiten immer vornehmen können und müssen nicht immer extra in das Menü wechseln. Gut, Full HD UEFI lassen wir mal drin. Dann haben wir die RGB-Beleuchtung. Das können wir einstellen über das BIOS. Es ist so, dass bei den AMD-Motherboards von ASRock die grafische Oberfläche leider nicht im BIOS vorhanden ist, sondern wir haben nur die Möglichkeit, das über Menüpunkte einzustellen. Ist ein bisschen schade, aber zusätzlich gibt es noch die Software, worüber wir das im Windows verändern können. Und zwar haben wir unter dem Chipsatzkühler eine RGB-Beleuchtung und zusätzlich haben wir noch zwei LED-Stripe-Anschlüsse, die wir ansteuern können mit zwei Controllern insgesamt. Und wir können jetzt hier verschiedene Einstellmodi auswählen, zum Beispiel Static. Dann haben wir Rot, Grün oder Blau. Und dann sagen wir ja Werte von 0 bis 255 für jeden Controller. Sagen wir mal einfach Red 255. Und können das dann auf All Channel ausführen lassen und es leuchtet rot. Obwohl, das ging anders. Was macht das Licht? Es leuchtet grün. Natürlich können wir auch verschiedene Modi wählen. Das pulsiert dann so etwas. Wir können die Geschwindigkeit dafür einstellen. Zum Beispiel Faktor 10 Millisekunden. Das geht ein bisschen schneller. Stroke. Ich weiß nicht, ob die Kamera das noch hinbekommt, aber das ist eher für Breakdancer und nicht für den normalen Modus. Wir können das ja mal ein bisschen höher stellen, damit man sieht, was da passiert. So. Also der blinkt dann dementsprechend auf. Achso, die Farbe kann natürlich dafür auch geändert werden. Wir können auch eine Mischung vornehmen von allen Farben, je nachdem, wie man das haben möchte. Wie gesagt, ist allerdings nicht ganz so bequem hier über das BIOS. Das sollte man lieber alles über die Software einstellen. So, erlösen wir uns mal davon. Die Wave-Funktion ist eigentlich auch noch ganz nett. Gehen wir auf. Und zwar ändert er dann alle Farben durch nacheinander. Relativ ruhig. So, dann
gibt es den Hardware-Monitor. Im Hardware-Monitor haben wir die CPU-Temperaturen, die Geschwindigkeiten, die, also für die Lüfterdrehzahlen, die Spannung, der Fantastic-Tuning. Die Fantastic-Tuning-Oberfläche ist noch gut gemacht. Da haben wir die Möglichkeit, wieder über eine grafische Oberfläche die verschiedenen Fan-Controller anzusteuern. Man kann zum Beispiel sagen, CPU-Fan 1 soll silent sein, soll über die CPU-Temperatur abgefragt werden, oder wir können auch eigene Werte eingeben. Man kann also das jetzt sagen, entweder über Monitor, über die Mainboard-Temperaturüberwachung oder die CPU-Temperaturüberwachung. Und dann sagt man jetzt zum Beispiel bei, sagen wir, 45 Grad soll der 45% Lüfterdrehzahl haben, 60 Grad 60% und so weiter und so weiter. Bei 100% bei, ja, 80 Grad oder so ist schon ganz okay. Sollte man es ruhig so eingestellt lassen. Dann Apply und dann Exit und dann sind die Werte auch schon drin. Gut ist auch, dass die Werte sofort übernommen werden. Wir stellen jetzt einfach mal auf Silent um und hören sofort, dass der Lüfter dementsprechend auch leiser wird. Früher war es so, dass man immer erst speichern musste und hatte dann erst die neuen Werte. Wir haben die Werte sofort. Das ist sehr praktisch. Die Einstellmöglichkeiten, ich mache die Maus mal wieder weg, gehe mal wieder zur Tastatur über. Die Einstellmöglichkeiten gibt es dann eben für alle Fan-Controller, die integriert sind. Dann gibt es noch einen Security Mode und Boot-Optionen, wo wir dann auch das Logo einstellen können. Wenn wir möchten, können wir das Fullscreen-Logo beim Booten deaktivieren, um sofort die Werte zu sehen. Und die Werte kann man dann natürlich auch alle abspeichern. Wie das Board sonst abgeschnitten hat, was es noch für Features bietet, wie die Benchmark-Werte aussehen, das zeigen wir in Kürze im Test auf OCInsight.de. Wir wünschen weiterhin viel Spaß und sagen bis zum nächsten Mal hier auf OCInsight. Tschüss!